Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Here we go! Ja, ich hab's neulich mit Fraps aufgenommen bevor... Oh, Moment, damit ihr seht. Ja, ich habe da wirklich wenig gespielt. Ich habe nur den Prolog mir einmal angeguckt. Und ja, und den habe ich nicht mal ganz durchgezockt. Wow! Vor wirklich langer Zeit. Irgendwo im Weltall. An einem dunklen, feuchten Ort. Gemieden vom Sternenlicht. Lag ein gruseliger Planet, der einsam im All schwebte. Seine Bewohner warfen gruselig, ständig warfen sie gruselige Blicke ins All. Einfach nur gruselige Tagträume, nicht wahr? Falsch! Sie waren Suchende, Suchende nach einem neuen Zuhause. Der ist zerfallen. Endlich fiel ihr gruseliger Blick auf eine ferne Welt. Ein Land der Schönheit und des Friedens. Mushroom Kingdom. Miese Lache. Pilzkönigreich der Vergangenheit. Oh, junge Meister, Mario und Luigi. Ich habe eure Ankunft schon voller Ungeduld erwartet. Ja, ich hab's heute nicht mehr gesehen. In der Tat befürchte ich, dass die Prinzessin sich nach Spielkameraden sehen. Sie benimmt sich eher trotzig. Drücke auf das Steuerkreuz, um in das Zimmer zu gelangen. Bitte geht sofort dorthin. Gut, kein Problem. La 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 la. Oh mein Gott. Die Tots wurden. Was soll das, Tohuwabu? Was ist mit der Prinzessin? Buhahaha. Buhahaha. Ich bin Prinz Bowser. Ich nehme die Prinzessin mit mir. Ihr zwei Babys könnt euch schleichen. Vollkommen Unsinn. Ich glaube eher, ihr werdet nichts dergleichen tun. Grande? Oder Engrade hat er gesagt. Ich hab's nicht ganz durchgelesen. Egal. Oh mein Gott. Totwood. Buhahaha. Du bist dran, Super Windel Bro. Baba. Bam! In your face. Haha. Schleich dich, Totswood. Junge Meister Mario. Ja. Verzeih, dass ich vor Kutner. Nope. Bam in your face. Oh. Ei, der Daus ist. Boah, ich hasse dich. Nein, ich hab doch schon den ersten Sprung ausgegeben. So. Bläh. Und nun, was erwartet uns jetzt? Ich bin ein Prinz. Ich kann nicht gegen euch verlieren, ihr verdammten, blöden Klempner. Ja, das hab ich jetzt. Buah. Kranke Italiener beim Abfreuen. Oh mein Gott! Cool. Also ich werde bei diesem Spiel werde ich beide Spuren, also werde ich den Touchscreen und den normalen Bildschirm zeigen. Pilzkönigreich. Ah, Nachrichten. Der berühmte Erfinder Professor Aigidden hat seine Zeitmaschine fertiggestellt. Die Kraftquelle der Maschine ist der erstaunliche Kobaltstern.
Die Enthüllung fand im Pilzpalast statt und wurde von Besuchern aus nah und fern verfolgt. Berichten zufolge war Prinzessin Peach überglücklich über diese Erfindung. In der Tat so glücklich, dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich der Vergangenheit aufbrach. Natürlich ist ihr teurer Kanzler Todsworth außer sich vor Sorge. Details um 11. Das heißt in 5 Minuten. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Prinzessin! Bitte kehrt zurück, Eure Majestät. Ich muss sagen, ich bin einfach außer mir vor Sorge. Hehehe. Kein Grund zur Sorge. Meine Maschine ist absolut sicher. Die Chance für ihre Rückkehr, für eine Rückkehr der Prinzessin liegt bei 99,99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 
rein. Ja, wir können... Oh, cool, wir können ihm sogar noch schaden. Hallo? Wie oft willst du mich noch mit diesem Tutorial nerven, du Dummer? Hallo? Ich hab doch auf Nein gedrückt. Egal. Ja, okay, das ist mir jetzt nochmal ein Schaden. Bam in your face. Wir haben Peach umgelegt und sind nun... Sind wir Level Up? Ja, wir sind Mario nun Level 2. Ja, 23 hat er nun. Wir haben doch Peach gerade zertreten. Keine Spur von der Prinzessin. Nein, nein, nein. Dieses schreckliche Monster. Bleib schön ruhig. Der Kerl hat sie nicht verspeist. Mein DS-Zeitradar zeigt an, dass sich Peach irgendwo im Pilzkönigreich der Vergangenheit befindet. Zeitradar? Zeitradar? Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Woher ist denn plötzlich dieses... Was? Woher ist denn dieses Monster plötzlich gekommen? Das weiß ich nicht. Da die Zeitmaschine arg angeschlagen zu sein scheint, können wir auch nicht so einfach heraus... Können wir es auch nicht so einfach herausfinden. Wie war das? Bleib ruhig und sprich langsam. Das seltsame Loch hat sich im Garten aufge... Ah. Es ist möglich, dass die Rückkehr der Maschine Löcher ins Zeitraumkontinuum gerissen hat. Auf zum Garten, Leute! Wir wissen, wo der Garten ist. Pah! Luigi, du bist auf dem Weg zum Garten. Oh yeah. Ja. Willst du nicht lieber dieses Ding bewachen? Um zu verhindern, dass es noch alle Ansehen... was? Anwesenden verschlingt. Ach schön. Oh, no. Oh, ich verstehe. Wenn du das nicht willst, kann ich dich kaum dazu zwingen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht musst du dich noch viel schrecklichen Dingen stellen. Hey, sag mir, sind deine Sprünge schon so gekonnt wie die von Mario? Er ist der Beste. Ja. Verstehe mich nicht falsch, aber verglichen mit Mario war das nun ja. Wie soll ich das ausdrücken? Unterwältigend. Verstehst du, was ich meine? Zeig ihm, wovon ich spreche, Mario. Ja. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. La, 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 la. Einen kleinen Safe mach ich. Davor heile ich mich. La, 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 la. Speichern und fortfahren. Gut 13 Minuten. Spielzeit bereit. Wie ich es vermutete. Es ist ein Zeitstrudel. Jawohl, dieser Strudel ist ein Portal in die Vergangenheit. Ich mag keine Zeitstrudel, ich hab lieber Apfelstrudel. Kein Zweifel. Er hat sich wegen der Zeitmaschine aufgetan. Vorsicht, Jungs! Wenn ich mich nicht irre, führt dieser Zeitstrudel zu...